So. Ich glaube, wir machen das einfach mal hier hin. So. Dann müssen wir leider mit der Bereich hier von der Schicht jetzt weichen. Hier muss mal wieder die Bahn durch, beziehungsweise bekommen neue Depots hin. Vielleicht könnte man das so machen, dass man einen gleich zumindest hier so anschließt. Geht das? Dass wir hier zumindest das Depot eventuell mit ranbinden. Aber wir können ja rechts noch mehr Gleise hinsetzen, wo Depots sind. Na, dann können wir das ein bisschen nach hinten versetzen, würde ich sagen. Fahrzeug. Depot behält Fahrzeug. Was haben wir denn da drin? Ach, unseren Intercity, den wir hier weghaben wollten. Fahrzeug hereinkommt. Was kommt denn da jetzt rein? Hä? Was denn da reinkommt? Super City und Zug 59? Wo fährt der denn? Ach. Mann. Bisschen doof. Weil die jetzt alle da rein wollen. Deswegen kann ich das nicht wegbauen. Wir drehen den mal eben. Will er auch nicht mehr da rein. Noch ein Zug, der einkommt, ist dein. Jetzt müsste der eine ja weg sein. Warum ist denn der immer noch ankommt da? Fahr doch in dein Depot. Jetzt müsste doch. Ja, der steht da so schön. Der steht ja auch noch extra falsch rum. Beziehungsweise soll er ja eigentlich nicht. Nein. Ah, der steht da oben. Da so gut. Ab ins Depot. Ab ins Depot. Los. Ah, falsch. Drehen. Ab ins Depot. Stopp! Jetzt müssen beide nämlich weg sein. Nee, er will noch da rein, okay? Jetzt wollen beide hier rein. Sehr schön. Dann drehen wir sie gleich hier wieder um. Jetzt können wir nämlich den da hinten entfernen. So. Den meine ich gar nicht. Den meinte ich. Das ist ja, ich weiß nicht, ob das hier so. Obwohl hier für die großen Züge vielleicht ganz sinnvoll. Wie gesagt, ich möchte eigentlich diese gesamte Zugsache wahrscheinlich eh nochmal überarbeiten, weil dann wahrscheinlich die Strecken auch unterschiedlich verlaufen werden, weil dann einige nach unten gehen werden. In den Bahnhof rein, hier in den sechsgleisigen unterirdischen Bahnhof. Wie lang ist der jetzt eigentlich? Wie lange hatte ich den gebaut? 160 Meter. Hm. So lange Züge können da nicht rein, aber die S-Bahn auf jeden Fall. Und wie lang ist der hier? Dem würde ich nämlich, kann ich ja schon mal verraten, die Regionalbahn würde ich da gerne unten reinschicken. Das wäre natürlich doof, wenn wir jetzt sagen, oh, ist zu kurz. Es soll nämlich auch später noch einen anderen Zug geben, der jetzt auf dieser Strecke fährt, weil man an teilweise erstens die Strecke später noch viel mehr belastet werden wird. Und zweitens kann ich euch mal nachher zeigen, Ecken, wo schon 600 Leute warten oder so. Also ein bisschen dringlich ist es schon, dass wir da mal ein bisschen Kapazitäten schaffen. So, wo haben wir denn hier die Wagen? Da sind sie übrigens die München-Express. München-Nürnberg-Express-Wagen. Da hab ich, wie gesagt, der Recht gehabt. In den Kommentaren ist geschrieben. So, haben wir denn die Lok jetzt hier? Elektronisch 114. Hatte ich nicht gerade gehabt hier? 114 elektronisch, nein. Das heißt wieder scrollen. Da 143. Ja, 143 wird wahrscheinlich genauso lang sein. Eigentlich hätte ich sie jetzt auch einfach da dran hängen können. Aber machen wir es mal ganz genau. Ich weiß nicht, ob die vielleicht doch ein bisschen unterschiedlich lang sind. Dann gucken wir mal. 123, 139. Ja, perfekt. Der passt da rein. Die 160er Bahnhof, das ist gut. Der soll nämlich das später auch halten. Als Regionalbahn. Der wird runtergestuft vom Regionalexpress zur Regionalbahn. Der Regionalexpress wird dann nur noch in den längeren Bahnhöfen, wo es auch besser zu halten ist. Möglich ist es länger, mit längeren Zügen zu halten. So. Da wird dann auch der halten. So. Können wir vielleicht hier auch ein Depot nochmal hinsetzen? Dun, 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 dun. Den finde ich ja immer noch ganz cool. Finde ich so altbacken. Ne? Den kann ich auch nicht hinpassen, finde ich. Den finde ich mega. Da passen auch gute lange S-Bahn-Züge rein, aber eigentlich brauchen wir für die S-Bahn gar nicht so lang, aber teilweise, ne? Dass wir den hier so nebenstellen, dass der andere Strecke da so direkt vorbeifährt, finde ich auch ganz cool.
Warte mal, da müssen wir ein bisschen genauer arbeiten. Ich mag das immer, wenn die so ein bisschen an den anderen am Betriebshof so dran vorbeifahren. Nicht Betriebshof, aber ich weiß, was ich meine, am an anderen Strecken. So. Wollen wir einfach mal hier so rangehen lassen, weil wir es können. Können wir ja später, wie gesagt, soll alles später noch umgebaut werden. Ist jetzt erstmal nur provisorisch. Sogar mit Innenleben. Wie geil ist das denn? Da sieht man wieder, wie Mühe sich Modder geben. Mit Innenleben. Geil. Kann man von oben reinschauen. Sehr, sehr cool. So, dann wollen wir. Wir wollten unsere S-Bahn schon mal einsetzen, ne? Und ich habe so. Ich weiß nicht, ob ich jetzt damit noch mitfahren kann mit der S-Bahn. Ich glaube, das machen wir lieber in der nächsten Folge. Ich hoffe, dass wir dann die Folge nicht so kurz haben. Ich kann es aber gerade echt nicht einschätzen, ob die Folge nicht, ob die jetzt lang genug ist oder nicht. So, wir müssen eher jetzt immer die Strecke bauen. Ich möchte euch aber erstmal zeigen, welche Loks wir einsetzen. Und zwar habe ich hier einige besondere Loks, die ich auch sehr, sehr schön finde. Und zwar habe ich welche von der S-Bahn Dresden. 146 mit verschiedenen Designs. 146, noch eine 146 und noch eine 146. Ich weiß nicht, wie viele Züge wir brauchen. Ich vermute, wir werden es mal mit 4 probieren. Ich möchte gerne auf einen Takt von 2 bis 3 Minuten kommen. Dann werden wir Passagierwagen da hinten dranhängen. Und zwar habe ich mir gedacht, so habe ich nämlich auch in Halle getroffen. Allerdings erstens mit einer 143 vorgespannt. Und mit Doppelstockwagen. Allerdings habe ich keine DB-Doppelstockwagen. Deswegen nehmen wir den normalen Training-Doppelstockwagen. Und so habe ich mir das gedacht, werden die dann auch hier fahren. So. Haben wir jetzt alle? Müssten wir, ne? So. Perfekt. 72 Meter. Passt super in den 78 Meter, in den 80 Meter Bahnhof. So. Dann wollen wir dem mal eine neue Strecke geben. Und zwar sollt ihr fahren von. Ach, klick weg. Neue Strecke. Linie 17. So. Von. Super City Bahnhof, dann fahrt er hier unterirdisch zum Hauptbahnhof, dann hier zum Bahnhof, zum Flughafenbahnhof unterirdisch. Das ist ein bisschen nah beieinander, aber gut, na gut, passt. Ich habe überlegt, aber hier ist auch nochmal, das wäre zu viel wenig Abstand, da nochmal einen Bahnhof hinzuklatschen. Da brauche ich aber eine Straßenbahn oder eine Busverbindung oder so nochmal daran. Meine eine Busverbindung gibt es ja schon in der Stadt, deswegen. So. Dann brauchen wir jetzt noch Signale. Wir benennen das Ganze schon mal S-Bahn. Ist das die S1? Nein, das ist die S2. Ich habe mich entschieden, dass ich alle Nord-Süd-Verbindungen oder fast Nord-Süd-Verbindungen, die S1 wird keine reine Nord-Süd-Verbindung sein. Das wird auch aus dem ehemaligen Rund-S-Bahn bestehen. Das kann ich schreiben. Da ist das H. S-Bahn. Nee, oder wir brauchen gar nicht S-Bahn schreiben. Wir müssen einfach S2 als Seidenspinner. Nach. Süd-Supercity Hauptbahnhof. Süd-Supercity, der hätte ein Gewerk, das ist ja Gewerbegebiet. Wie können wir den Bahnhof nennen? Einkaufsmeile? Ach, wie nennen wir den? S-Bahn-Betriebshof. Kommt er später. F, jetzt aber F, Betriebshof. Ja, ich glaube, ich weiß, wo das ist. So ein S-Betrieb, genau das ist. Das, wenn er hier, wenn wir das hier mal um, Süd-Supercity. Bahnbetriebshof. Ich hätte aber Bahnbetriebshof. Weil es ist ja auch andere Züge. Oder wir nennen jetzt einfach S-Bahn. So. Brot. Hof. Ich hoffe, ich bin gerade nicht zu weit von dem Mikrofon weg. Wir könnten den Bahnhöfen müssen wir noch Namen geben.
Das ist dann Hauptbahnhof Tief. Unter Südsuperstadt, passt sogar fast. Süpercity ist das türkische Stadt, ist das eine türkische Stadt oder Süpercity? So, war natürlich ein billiger Klischee für die türkische Sprache. So, was haben wir hier? Innenstadt, Süpercity. Das S steht immer für S-Bahn. Oder wir nennen es aber Innenstadt. Dann haben wir hier den Flughafen, hat er auch schon einen Namen, Varel-Haltepunkt. Varel hieß übrigens mal die Stadt, bevor ich sie umbenannt habe, wie man hier sieht. Ganz alt. So, Flughafen. Sehr schön. Dann fährt die hier hoch weiter, dann fährt sie hier Bauernhof, Altseidenspinner. Oder wenn es drei Felder, klingt irgendwie schöner. Auch wenn es mehr drei Felder sind, aber ich finde das irgendwie schöner Name. Machen wir hier so abkürzen wieder. So, drei Felder. Dann haben wir hier noch einen Bahnhof. Wollen wir einfach alte Eiche nennen? Wollen wir so eine alte Eiche daneben stellen? Einfach alte Eiche nennen? Keine Ahnung, fiel mir jetzt gerade ein. Müssten wir nur gucken, dass wir auch so eine große kriegen. Ist das hier eine, die ich meinte? Ich weiß nicht, ob es überhaupt eine Eiche ist, aber... Alte Eiche. Das ist ja die S-Bahn-Bahnhof, so ein komischer Name für S-Bahn-Bahnhof, aber ich finde es irgendwie fast. Irgendwie eher nach einer Kneipe. So, alte Eiche, als Siedenspinner, alte Eiche. Zentrum finde ich sogar gut, Namen. Als Zentrum. Den lassen wir so. So. Dann wollen wir uns nochmal unsere Züge angucken, die jetzt gleich rausfahren werden. Und danach wollen wir die Folge auch beenden. Obwohl, jetzt machen wir. Komm, wir gucken sie einmal an und fahren damit die letzten. Also, wir gucken jetzt alle Züge an. Alle Loks, besser gesagt, weil die Loks sind ja interessant, die Waggons gar nicht. Und werden dann S2 irgendwas sagen. Wir brauchen noch Signale, fällt mir ein. Vergesst wieder die Hälfte hier. Hier ganz normale Signale, obwohl wir können hier vielleicht so ein bisschen, ich mag diese Signale eigentlich. Unterirdisch ist scheißegal, sieht eh keine Sau. Aber hier, ich weiß nicht, wie schnell können die hier fahren. Das nehmen wir auf 60 hier runterhauen. Ich glaube, schneller können die eh nicht hier. Wenn die jetzt hier, eigentlich müsste er jetzt hier. Lass mal hier nehmen wir 60. So. Dann können wir unterirdisch hier die ganz normalen Signale nehmen. Sieht die keine Sau. Hier noch Zwischenhalte. Das ist so in Ordnung vom Abstand her. Ich weiß es nicht, weil wir müssen ungefähr auf denselben Abstand achten. Ja, das passt. Hier ist ein bisschen geringer, aber wenn die dann hier halten, das passt. Ich würde hier dann das erste Signal setzen, damit die uns den Abstand einhalten. So. Dann hier hinten, vor und hinter. So. Dann hier noch einmal. Wir können den Takt, wie gesagt, auch noch richtig schön erhöhen, wie man sieht. Hier zwischen vor dem Bahnübergang und nach dem Bahnübergang, würde ich sagen. Wollen wir den beschranken machen wir nicht. Dann können wir vielleicht eine Peter direkt davor stellen. So. Die hier, die ist besser.
unbeschränkter Bahnübergang. Kommt halt eben kaum einer jetzt im Bahnhof hoch. Ich glaube, habe ich nicht mal. Ich glaube, es sind unbeschränkte Bahnhöfe, sind auch noch, weiß ich gar nicht, die noch erlaubt sind. Oder ob das nur noch Relikte aus vergangener Zeiten sind, dass man mittlerweile alles beschranken muss. Kann ich mir gut vorstellen, weiß ich nicht. Aber dass man sozusagen die alten noch hat. Weiß ich nicht, ob neu noch unbeschränkte Bahnhöfe gebaut werden, weiß ich echt nicht. Das würde mich ja mal interessieren. So. Ich wollte Signale setzen, ne? Nee, Quatsch, ich wollte Peter einsetzen, fällt mir gerade ein. Ich glaube, ich übertreibe mal wieder mit der Folgenlänge, aber. Gut, macht aber auch gerade Spaß. So, Haltepunktanzeichen brauchen wir für die eher nicht. Anfangstafel, ach ja, genau. Endscheibe, das sind die Viecher. Pfeiftafel. Mal eine doppelte oder eine einfache? Dann machen wir einfach eine einfache hier. Oder eine doppelte, komm, wir nehmen eine doppelte. So, doppelte Pfeiftafel hier. Dann hoffentlich, dass man das auch hört. So, dann haben wir die auch signalisiert, so rum. Ein bisschen spät, da fallen mir die Worte wieder nicht so ein. Wir gucken uns, wie gesagt, habe ich ja noch versprochen, hier nochmal die Loks an. Kommt unsere erste Lok. Ich weiß nicht, vielleicht brauchen wir noch 6. Ich glaube, ich habe für die andere mal 6 gebraucht. Wir können mal nach dem Takt jetzt gucken, was der Takt jetzt sagt. Muss ich mal bitte. So. Zack. Hat noch keinen Takt. Okay. Ist denn die Strecke schon markiert? War die nicht vorhin markiert? Willst du mich verarschen? Ja, die war doch gerade, habe ich die noch gesehen, da war sie markiert. Denn jetzt schon wieder? Hä? 100% sicher, dass ich gerade gesehen habe, wie... Nein, Intercity will ich gar nicht. Wo ist denn mein S-Bahn? Das ist 2, ist halt ein Spinner. Ich jetzt sage hier... Eingleisig fahren. Man hat ja durch die Signale jetzt eingestellt, dass es nicht mehr funktioniert. Ich verstehe es gerade nicht. Wir machen das nochmal alles weg. Dann probieren wir das Ganze nochmal. So, zack, halt, fangen wir hier an. Dann in den Hauptbahnhof. Hier noch rot, hier ist noch rot. Sehr schön. Dann in dem Bahnhof. Auch noch rot. Nicht mehr rot. Ah, okay. Das heißt, hier ist, müsste schon der erste Fehler dazwischen sein. Interessant. Dann wollen wir mal sehen, ob ich da irgendwas falsch verbunden habe vielleicht. Da. Oder hat das irgendwie keine... Das kann natürlich auch sein, dass er hier einfach keine Dings hat. Doch, Elektrik hat er. Okay. Komisch. Weil die da sind hundertprozentig angeschlossen, wie man hier sieht. Das heißt, er müsste irgendwo hier zwischen Probleme haben, hat er mir gesagt, ne? Hier zwischen. Ja, das sieht auch gut aus. Und er hat der Ball, der keine... Elektrik. Das wäre auch interessant. Das Typ. Oberleitung, da haben wir es. Musik. Wie? Ich kann keine. Was ist das denn jetzt, Transportfieber? Ernsthaft? Ich will da Oberleitungen setzen und du sagst mir, das geht nicht. Entschuldigung, sowas finde ich. Sowas kann ich. Also das ist ja kein Fehler vom Spiel, weil ich. Könnte ich ja verstehen, wenn da irgendwas im Weg wäre, aber ich setze ja eine Oberleitung. Boah, sowas nervt mich. Dann haben wir nochmal. Wir wollten uns eigentlich die Züge angucken. Ich glaube, wir gucken jetzt auch ein Klappel Züge an und dann beende ich vielleicht mal die Folge. Komm, ich krieg das Kopf. So. Könnte das jetzt mal funktionieren? 4 Gleise bitte. Warum geht der jetzt? Krümmung zu groß. Ich gebe dir auch gleich Krümmung zu groß. Jetzt. Und bitte auf jeden Fall. Bevor ich es vergesse. Destination. Unzahl der Gleise. Merge. Tramgleise. Entry.
Wie, ich kann den nicht? Ich kann das nicht einstellen hier von Anfang an, oder? Da, Elektrik. Ja, passt doch. So, jetzt müsste das Ganze auch Oberleitung haben. Und Elektrik, da haben wir es. Sehr schön. Was war denn das für ein komischer Einstellung gerade am Band? Habe ich den falschen genommen? Naja, gut, egal. Hier sind auch keine, komischerweise keine Oberleitungen drin. Elektrifiziert? Nein. Elektrik, ja. Das geht hier wenigstens. Sehr schön. Dann haben wir das Problem auch gefunden, weswegen das nicht funktioniert. Dann also nochmal die ganze Strecke. Nein, nicht nur sichtbare, sondern alle bitte. S-Bahn, S-Bahn, hier haben wir sie. S-Bahn S2. Eigentlich müsste Supercity S2 dazu schreiben, weil ich werde die ein oder andere, andere S-Bahn auch noch bauen. Aber so, im Moment ist es erstmal in Ordnung. Hoffentlich sieht man es ja eigentlich auch an der Station. So. Ja, es geht sogar sehr gut. Sehr gut. Geht's hier wieder zurück. So, drei Felder. Flughafen, Innenstadt. Hauptbahnhof, Tief, Bahnbetriebshof. Ach nee, Bahnbetriebshof muss gar nicht rein. Ja. Anfängerfehler. So, dann wollen wir nochmal einmal einstellen, dass er auch nicht irgendwie einen Quatsch macht, was er denkt, jo, wir fahren jetzt mal wieder. Doch, das war noch eingestellt. Sehr schön. Das heißt, dass die auch auf jeden Fall zweigleisig das Ganze nutzen. Wir schauen uns jetzt endgültig die Loks an und beenden dann auch mal diese Folge. So. Fahrt mal raus. Ich will euch sehen. Einmal betrachten. So, wir haben hier einmal unsere erste Lok, die erste 146, die uns hier präsentiert. Fährt nach Schona S1. Passt nicht ganz von der Nummer. Weil es wäre cool, wenn wir jetzt die ganzen anderen nehmen würden und dann hier oben mit dem S1 und so das nachmachen würden. Aber gut, das ist jetzt eher unwichtig. Das ist ein, wo Kombi-Ticket draufsteht. Also so kannst du das, was man so alles dann nutzen kann. Wenn man so das Kombi-Ticket nutzt, Werbung für das Kombi-Ticket, denke ich mal, so wird das. Ich weiß nicht, wie es heißt, das Ticket. Ein Ticket, alles fahren. Hier der Zug, S-Bahn, Tram, Bus und was ist das? Fähre? Ist das eine Fähre? Ich habe doch in Dresden da mein Dings. Bin mir ziemlich sicher, heißt das Fähre? Das wäre ja interessant, wenn dann. Da kannst du vielleicht auch mit Fähre nutzen. Ich habe keine Flugzeug, wird es nicht sein. Oder Fernbus? Na, gibt auch keinen Sinn. Für ein Regionalticket. Gut, auf jeden Fall haben wir die erste Dresdner 146 hier mit einer Werbung für ein Kombi-Ticket, Gemeinschaftsticket oder Nahverkehrsticket, wie man das auch immer nennt. So, das war die erste. Die zweite folgt sogleich. Da sehen wir sie schon mal rausfahren. Die warten noch einen kleinen Moment, bis der andere weg ist. Und dann können wir uns die nächste 146 angucken. Die übrigens. Ach, jetzt nochmal ein Kombi-Ticket. Ich dachte, warum fahren die jetzt zweimal hintereinander? Und dann ein bisschen blöd ausgewählt. Egal. Dann ist das halt so. Dann haben wir hier auch die B, allerdings nicht in Rot, ein bisschen außergewöhnlich. Da ist Werbung für, was war das? Für ein Schloss oder so? Wir werden es gleich sehen, wo Werbung drauf ist. Und jetzt kommt da auch schon die nächste 146 raus, die wir uns jetzt mal ein bisschen genau betrachten. Und zwar für das Schloss Wackerbad. Bad. Bad, warum? Englisch. Wasser, Wackerbad natürlich. Das ist auch die S1 Richtung Schona. Okay, also steht wahrscheinlich vorne immer dasselbe drauf. Wir locken auf Schloss Wackerbad. Sehr, sehr cool hier. Ein Schloss in der Nähe von Dresden, so wie es aussieht. Dresden ja bekannt für seine barocken Bauten. Elbflorenz genannt. Bekannteste wohl Zwinger. Also, das heißt Zwinger ist Schloss in Dresden. Kein Hundezwinger oder so. Heißt Zwinger, das Teil. War übrigens unter. Wie ist der? Irgendwas mit der Starke, was damals gemacht hat. Alfred war es nicht mit A. Oh. Geschichtswissen. Mann, habe ich doch erst gesehen. In. Ja, das Porzellan mehr oder weniger erfunden. Also nicht erfunden, sondern die Rezeptur in Deutschland erfunden hat dafür. Hat er das erfunden? Nee, die Chinesen konnten ja Porzellan schon dort vorher herstellen, aber er hat sozusagen die Textur herausgefunden. Oder wie man Porzellan herstellt. Und hat deswegen auch eine große Manufaktur in Dresden. Ja, ein bisschen Hintergrundwissen über Dresden. Und deswegen Dresden, wie gesagt, sehr, sehr viele. Einen sehr interessanten Baustil, ich war selber noch nicht da, würde ich aber, wenn ich die Möglichkeit gebe, gerne mal vorbeischauen. So, dann kommt unser nächstes, drittes
unser drittes Lock. Ich voll deutsch. Ach, wie hieß denn der? Ich bin die ganze Zeit... Der König, der damals... Es ging, geht um den sächsischen König, der damals angefangen hat... Sein Unterfangen damals das Rezeptur für Porzellan gefunden. Der hat damals diese barocken Bauten gehabt. Die haben ja damals alle die Franzosen nachgemacht. Also, und Ludwig der 16. mit dem... das war der 14. ne? Ludwig der 14. Franzosenkönig, der, ich glaube, es war der 14. Der in Versailles, der sein riesiges Schloss hatte und alles so wunderschön. Und da haben es alle nachgemacht und vor allem der damalige König von Sachsen hat es, ich will nicht sagen übertrieben, aber sieht da bestimmt schön aus, was davor noch steht in Dresden. So, dann gucken wir uns hier die nächste Werbung an, und zwar für die Felsenbühne in Rathen. Auch eine sehr interessante Werbelok hier. In blau gehalten und trotzdem mit DB-Lok. Sehr, sehr schick. Passt auch ein bisschen, naja, farblich passt es nicht wirklich zu den Anhängern. Wie gesagt, wenn ich jetzt Deutsche Bahn Dostos hätte, würde ich Deutsche Bahn nehmen. Aber so nehmen wir halt unsere... die Train FIFA Dostos. Geht auch. Wie gesagt, wir nehmen die alten, weil die passen irgendwie. Das ist deutlich eher S-Bahn-Wagen als diese modernen Duplex-Dostos-Wagen, die hier rumstehen, die die wir hinten im Regionalexpress-Verkehr unterwegs haben. Die passen hier irgendwie nicht so rein, finde ich. So. Damit haben wir die auch bestückt. Und mit der Lok fahren wir dann genau an dieser Stelle in der nächsten Folge mit und kümmern uns dann um Linie S4. Ja, wahrscheinlich werde ich erst S4 bauen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Nochmal mit dem Blick auf unsere mit der Werbung für die Felsenbühne Rathen hier auf unsere 146. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag noch. Macht's gut. Danke fürs Zuschauen und tschüss.